Liebe Medienvertreter, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wir begrüßen natürlich unsere Gäste, Lorenz Günther Köstner, den Trainer, und seinen Coach Frank Kramer. Aber Herr Köstner, Ihnen gebührt das erste Wort. Bitte Ihr Fazit. Ja, das Fazit war eine Niederlage. Ich glaube sogar noch, dass ein oder andere Tor zu wenig geschossen von Kräuter Fürth. Von Anfang an war eine große Präsenz, was Zweikampfverhalten, Lauffreudigkeit von Kräuter Fürth an den Tag gelegt hat, was bei uns, ich weiß es nicht wieso, warum, habe ich noch keine Erklärung, nicht da war. Und deshalb ist zunehmend Druck aufgekommen. Und wir haben dann plötzlich Fehler gemacht, die wir in der letzten Zeit überhaupt nicht gemacht haben. Wir haben keine Kompaktheit in den ganzen Mannschaftsteilen reinbekommen. Lag natürlich auch an der Stärke von Kräuter Fürth, muss man eindeutig anerkennen. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn man dann 1-4 nach Hause geht. Wir haben noch das Quäntchen Glück gehabt, dass wir nicht 5 oder 6 bekommen haben. Danke. Vielen Dank. Damit kommen wir zu dir, Frank. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal guten Abend. Ich denke, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir haben den Gegner wirklich 90 Minuten lang versucht zu pressen. Ja, das, was uns auch gut gelungen ist, haben ihn 90 Minuten lang sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball unter Druck gesetzt. Haben immer versucht, alles in hohem Tempo zu machen, was sehr wichtig war, um da eben auch Bewegung reinzubringen. Und haben dabei natürlich auch den einen oder anderen Ballverlust auch gehabt, den man ja, in der Form natürlich auch nicht immer erklären kann. Aber wir haben immer sofort nachgesetzt, haben gegengepresst, haben immer, wie gesagt, großen Druck ausgeübt. Und ja, ich finde, die Mannschaft hat das einfach klasse heute gemacht. Ja, hat das Herz mal so richtig in die Hand genommen und das ist der Weg für die nächsten 7 Spiele. Für heute ist es einfach ein gutes Gefühl. Ab morgen ist es wieder harte Arbeit, weil dann geht es zu einem ganz, ganz schweren Spiel nach St. Pauli, wo auch wieder eine geile Atmosphäre vorherrschen wird. Wobei ich auch sagen muss, heute, finde ich, haben wir den Funken, glaube ich, ganz gut rübergebracht, auch zu den Fans. Aber auch die Fans haben wirklich auch bei Ballverlusten oder wenn was nicht so gelaufen ist, uns großartig unterstützt. Und heute waren wir einfach eine richtige Wand. Ja? Und diese Gemeinsamkeit, ich glaube, die hat man dann auch nach dem Spiel gesehen, dass es allen gut tut. Und dafür möchte ich mich bei den Fans auch sehr herzlich bedanken. Ja, dir, Lorenz, und der Fortuna wünsche ich alles Gute für die restliche Saison und toi, toi, toi. Dankeschön, Frank Kramer. Haben Sie Fragen an einen der beiden Trainer? Dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Der Kollege reicht dann gerne das Mikro. Offensichtlich nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen den guten Nachhauseweg. Unseren hiesigen Journalisten sei noch kurz erinnert, dass morgen bereits die Pressekonferenz vor dem Pauli-Spiel ist. Dann um 13:30 Uhr wieder hier an selber Stelle. Dankeschön, Abend.